So, hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch dieses wundervolle Bild malen. Es ist nicht ganz perfekt, die Blätter hätten etwas besser werden können, aber ich glaube, das erkläre ich noch zu Genüge, warum mir das nicht ganz so gut gelungen ist. Sinn des Bildes heute sind eigentlich unsere wunderschönen Fliederblüten, die ich heute mit euch malen möchte. Und auch hier unten die Hortensien, einmal eine blaue, einmal etwas eine roséfarbene. Ganz wie es euch beliebt, Farben könnt ihr euch natürlich selbst aussuchen. Es ist einfach nur eine Idee und einmal zum Zeigen, wie einfach man solche wunderschönen Blüten malen kann. Okay, fangen wir an. Ich tausche mal die Bilder, Moment. So, also. Wie fangen wir an? Also, ich habe hier eine Leinwand, die ist 30x50. Diese habe ich mit dem Flüssiggrund transparent bestrichen. Einfach mit einem 1 Zoll Pinsel und dann wirklich hauchzart. Und ganz wichtig, dieser Flüssiggrund ist wahnsinnig schwer zu verarbeiten. Das heißt, ich habe mir einfach mal ein Zebertuch genommen und bin nochmal ganz vorsichtig, nachdem ich das voll bestrichen habe, einmal mit dem Zebertuch rüber, damit ich dann später hier keine Lecknasen habe oder irgendwo zu viel. Okay, also wie gesagt, heute möchte ich mit euch den Flieder malen. Dafür brauchen wir einiges an Farben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hole das mal her. So, also hier habe ich schon mal ein paar Farben aufgetüpft. Die sind noch von gestern. Also was wir brauchen, ist Cadmiumrot, eventuell ein Tick Hellrot. Blumenrosa habe ich hier, dann habe ich hier Pentanolblau. Preußischblau, etwas Magenta und ganz wichtig heute das Anilinviolett. Wenn ihr diese Farbe nicht habt, dann mischt ihr euch einmal selber zusammen aus ein bisschen Preußischblau und etwas Karmesinrot. Dann haben wir hier das Saftgrün und das Pentanolgrün. Anschließend brauchen wir noch ein kleines bisschen Cadmiumgelb. Hier habe ich mir noch ein kleines bisschen Flüssigweiß aufgestrichen. Wahrscheinlich werde ich das gar nicht brauchen. Aber schaden kann es nicht. Und die Farbe, die mir jetzt noch fehlt, ist ein kleines bisschen Titanweiß. So, das sind die Farben, die wir heute brauchen. Okay, zu den Pinseln. Da brauchen wir heute hauptsächlich den Bob Ross Floral Round Brush. Der hat so eine ganz feine Spitze. Dann natürlich auch noch den ganz normalen Bob Ross Floral Bright Brush. Das ist dieser hier. Die gibt es in zwei Größen. Das hier ist jetzt der kleine. Leider kann ich die Schrift darauf nicht mehr lesen. Den großen benutze ich nicht so häufig. Das ist der 3/4. Das heißt, ich habe den 1,5 Zoll Pinsel. Davon habe ich zum Glück immer zwei. Davon habe ich mir mal zwei gekauft, weil man dann nicht immer gleich die gesamte Farbe auswaschen muss. Dann benötigen wir noch einige Feinliner. Da habe ich die Acrylpinsel, weil die eine bessere Spitze haben. Aber ihr könnt auch hier den Bob Ross Pinsel benutzen. Dadurch, dass der so eine lange Spitze hat, ist der aber etwas schwieriger zu verarbeiten. Okay, soweit so gut. Dann wollen wir mal loslegen. Also diese Blumen sind wirklich sehr einfach zu malen. Es bedarf hier nicht sehr viel Talent. Es ist nur eine kleine Sisyphusarbeit. Also man braucht hier schon ein kleines bisschen Geduld. Ich gehe jetzt einfach mit meinem Pinsel in das Anilinviolett. Viel brauche ich da nicht, nur dass der Pinsel gut bedeckt ist. Und da muss ich mal gucken, wo möchte ich jetzt meine Blüten haben. Die erste möchte ich hier oben in der Ecke haben. Die deute ich mal grob an. Schaut euch vorher einmal im Internet an, wie diese Blüten tatsächlich aussehen, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung von Größe und auch Form habt. Und dann legt damit los. So, hier ist meine erste Blüte. Hier ist meine zweite, die kommt gleich daneben. Wie groß ihr die macht, das ist euch überlassen. Die können kleiner sein, die können größer sein. Kommt natürlich auch auf eure Leinwand drauf an. Dann male ich mir hier die nächste. Die ist so ein bisschen schräg. Die ist schon so ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Ich
Ich hoffe, ihr seht das, weil man sieht die Farbe jetzt natürlich nicht auf dem dunklen Hintergrund. Aber das ist wichtig, dass wir das erstmal dunkel vormalen. Um euch doch etwas zu vereinfachen, dass man das ein kleines bisschen besser sieht, kann ich jetzt natürlich in einen kleinen Hauch weiß gehen. Also nicht Titanweiß, sondern flüssigweiß. Ich mische das mal hier auf meiner Palette so ein ganz bisschen. Einfach nur, damit ihr die Farben hier mal ein bisschen besser seht. Und dann seht ihr, was einen kleinen Tick, wirklich nur einen Hauch weiß ausmacht. Dann ist das schon gleich richtig hell. So soll das eigentlich nicht sein, das wollen wir nicht. Das habe ich jetzt nur einmal gemacht, um euch das zu zeigen. Also wir arbeiten hier tatsächlich mit dem ganz dunklen Anilinviolett, mehr nicht. So, wenn wir das jetzt haben, ist dann die Frage, ob ihr sagt, ihr wollt das ganze Bild mit diesem Flieder malen. Oder aber auch, ihr möchtet hier unten im Bereich vielleicht noch andere Blümchen haben. Das könnt ihr euch ja selber überlegen. Ich mache jetzt hier nochmal so einen ganz kleinen Stupfer hin. Und dann male ich hier unten nämlich gleich nochmal zwei, oh Gott, wie heißen die denn jetzt nochmal? Hortensien, zwei Hortensien, weil die nämlich gleich, also in ähnlichem Stil gearbeitet werden können. Deswegen zeige ich euch die auch gleich nochmal. Für mich ist das jetzt gerade etwas schwierig. Ich habe die Leinwand jetzt natürlich schön schräg aufgestellt, damit ihr das gut sehen könnt. Aber ich muss gestehen, ich sehe jetzt durch dieses Geglänze überhaupt nichts. Das ist jetzt natürlich etwas ärgerlich. Vielleicht muss ich mich für dieses Bild etwas hinstellen. Aber selbst dann sehe ich es nicht. Das ist jetzt doof. Und wenn ich meinen Kopf davor mache, seht ihr gar nichts. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Wie mache ich das denn am besten? Dann bleibe ich doch sitzen. Okay, ich hoffe, ich bekomme das trotzdem hin. Also, wir haben das jetzt vorgemalt mit dem ganz normalen Blumenpinsel. Da könnt ihr auch jeden anderen Pinsel für nehmen. Das ist jetzt hier nicht so ausschlaggebend. Jetzt nehmen wir den Floral Round Brush. Dafür nehmt ihr euch jetzt ein kleines bisschen Anilinviolett. Tupft euch das ein bisschen auf die Palette. Und dann nehmt ihr einen ganz kleinen Hauch Titanweiß dazu. Das mischt ihr euch. Achtet darauf, dass das nicht gleich zu hell wird. Das soll nur eine Nuance heller werden, dass ihr das gleich hier drauf seht. Wenn das zu hell geworden ist, nehmt lieber noch etwas Anilinviolett wieder dazu. So, und jetzt fangen wir an, kleine Blüten zu malen. Dafür malen wir einfach immer in die jeweilige Richtung vier kleine Blüten. Das sieht eigentlich dann immer aus wie so ein kleiner, hübscher Schmetterling. Versucht das nicht so ganz direkt alles nur in einer Reihe zu malen. Dann sieht das nämlich so unrealistisch aus. Macht das so ein bisschen einfach verquer auf der Blume hier entlang. Immer wieder in frische Farbe gehen. Auch gern wieder ein bisschen dunkler werden, wenn das zu hell geworden ist. Und dann tupft ihr hier einfach in die Richtung eurer einzelnen Blüten. Wichtig ist dabei, dass ihr nicht versehentlich in die falsche Richtung zieht. Wenn ihr jetzt nämlich so hier und diese durchzieht, dann sieht das nur aus wie so ein komischer Strich, aber es wirkt nicht wie ein einzelnes Blütenblatt. Wie gesagt, dieses Bild ist relativ viel Sisyphusarbeit. Das ist das einzige Problem. Es ist wirklich nicht schwer zu malen. Man hat hinterher ein wirklich einwandfreies Kunstwerk, wo jeder beeindruckt draufschauen wird, wenn es einmal fertig ist. Aber das hat auch seinen Grund und es macht wirklich viel Arbeit. So, ich tupfe das jetzt mal hier. Die Blumen müssen sich gar nicht großartig überlappen, die Blüten, sondern ihr tupft die einfach hier so ein bisschen hin. So, und jetzt gehen wir nämlich eine Stufe höher. Ihr könnt in diesem Farbklecks bleiben, nehmt ein kleines bisschen mehr Titanweiß und dann merkt ihr, geht es auch immer mehr in diesen Fliederton hinein. Etwas mehr Titanweiß und wir werden heller. So, und jetzt seht ihr hier schon den Unterschied, wie hell schon diese kleinen Blüten sind. Man könnte fast denken, dass sie schon fast weiß sind, aber das sind sie nicht. Das ist noch immer eine sehr dunkle Farbe. Man darf sich nämlich nicht täuschen lassen, weil der Hintergrund hier so wahnsinnig dunkel ist.
So, wie gesagt, das ist jetzt hier wirklich eine Menge Arbeit. Aber das macht ehrlich gesagt wirklich sogar richtig Spaß. Und am Ende sieht das Ergebnis einfach fantastisch aus. So, wie gesagt, das muss auch nicht ganz gleichmäßig verteilt sein. Macht euch da überhaupt gar keinen Kopf. Guckt einfach, wo habt ihr da Lücken? Wo setzt ihr die nächsten Blüten rein? Es muss auch nicht alles ausgefüllt sein. Wenn da irgendwo eine kleine Ecke schwarz bleibt, ist das gar kein Problem. Da ist dann halt keine Blüte oder die sitzt halt tief auf der anderen Seite. So. Und wenn die mal dicht nebeneinander sind, ist das natürlich auch kein Problem. Denn so ist es in der Natur ja natürlich auch, wenn man mal etwas weiter weggeht, dass man die einzelnen Blüten nicht immer ganz erkennt. So, und wie es meistens so ist, können wir hier nochmal ein klein bisschen in die Breite gehen. Meistens ist der Stängel des Flieders ja doch immer ein wenig breiter. So, jetzt nehmen wir wieder eine Stufe höher. Ich nehme wieder ein wenig Titanenweiß. Bestreiche das wieder in meinem Anilinviolett und helle meine Farbe wieder deutlich auf. Wenn ihr jetzt das Problem habt, dass eure Farbe ein wenig zäh ist, nehmt gern einen kleinen Hauch Flüssigweiß damit rein. Dann wird eure Farbe ein kleines bisschen flüssiger. Okay, also jetzt kommen hier die nächsten. Passt aber auf, ihr seht das, wenn das zu flüssig ist, dann geht die Farbe nicht mehr so schön von eurem Pinsel ab. Dann wird es so ein bisschen matschig. Wenn euch das passiert, nehmt euch wieder ein bisschen andere Farbe da rein. Nehmt euch nochmal wieder etwas Anilinviolett. Mischt die Farbe nochmal neu zusammen. Wieder etwas Titanweiß. Und stärkt die Konsistenz eurer Farbe nochmal wieder. Dreht den Pinsel immer mal wieder, dass der nicht zu buschig wird. Dass sie immer noch eine feine Spitze behaltet, um diese wunderschönen kleinen Blüten zu malen. So. Und desto dichter ihr natürlich hier an den Rand kommt, desto einfacher verläuft natürlich auch die Farbe, weil der Flüssiggrund natürlich an der einen oder anderen Stelle durchaus etwas flüssiger sein kann, als es gedacht ist. So, ich habe meine Farbe jetzt hier doch zu dunkel gemacht. Sieht man ja gar keinen Unterschied zum Vorgänger. Das heißt, ich mische das nochmal weiter hier rein. Warum ich das so mische und nicht mit dem Spachtel, hat jetzt einfach den Sinn, dass ich hier jetzt verschiedene Farben auf dem Pinsel habe. Das seht ihr jetzt mit bloßem Auge nicht, aber das sieht man hinterher, wenn man diese Blüten aufdreht. Dann sieht man nämlich die einzelnen Striche in den Blütenblättern selber. Und das sieht richtig toll aus. Wenn euer Pinsel jetzt tatsächlich mit zu viel Farbe geladen ist, dass ihr jetzt nur noch solche dicken Blütenblätter rausbekommt, dann nehmt euch einmal ein Tuch, dreht den Pinsel einmal ins Tuch ein, zieht die Farbe einmal raus und dann habt ihr wieder einen sauberen Pinsel. Dann geht erneut in eure Farbe, nur ein bisschen mit der Spitze und fangt wieder von vorne an. Und schon habt ihr wieder schöne, kleine, saubere Blütenblätter. Da müsst ihr halt wirklich drauf achten, dass ihr nicht zu viel Farbe und eine zu dicke Spitze habt. Mann! So, und ihr seht das jetzt, wie hell das wird und wie toll das gleich aussieht. So richtig, richtig echt, so richtig realistisch sieht das jetzt aus. Und das müssen wir einfach überall so ein bisschen machen. Überall werden wir so ein bisschen heller, denn alles, was ein bisschen mehr zur Sonne hinguckt, ist natürlich heller. So, und das ist nämlich der Grund, warum das hinterher von weitem nicht so wahnsinnig toll aussieht, weil es durch die vielen Überlappungen dieser verschiedenen Farben und Blüten so wahnsinnig realistisch aussieht. Ja, und ich weiß, die Konzentration lässt mit der Zeit auch etwas nach. Das ist immer nicht ganz so einfach. Aber das ist halt wichtig, dass man sich weiterhin konzentriert.
Okay, so, jetzt nehmen wir noch zum Schluss einmal reines Weiß, beziehungsweise nicht ganz rein, nur so ein bisschen mehr Weiß. Ihr habt ja jetzt das Lila sowieso schon auf dem Pinsel. Das heißt, wenn ihr das jetzt in ein kleines bisschen Titanweiß reinreibt, bekommt ihr wieder so einen ganz leichten Fliederton. Das ist jetzt die hellste Stufe, die wir machen, also ganz weiß nehmen wir jetzt nicht. Und dann machen wir uns hier oben nochmal so ganz kleine Miniaturblüten. Denkt dran, der Pinsel nimmt jetzt die Farbe auf, die auf der Palette ist. Also immer mal wieder in eure frische Farbe rein. Und kleine Blüten malen. Kleine Blüten, ganz, ganz klein, die jetzt hier gerade dabei sind, aufzugehen. Die sind noch nicht komplett aufgegangen, sondern das sind die ganz frischen, die so hier am Rand sind, die zum Schluss noch fehlen, die noch aufgehen wollen. So, und ihr merkt, wie lila die Farbe schon wieder wird, dadurch, dass ich da reingehe. Dann wischt den Pinsel nochmal wieder aus, nehmt euch etwas frisches Titanweiß, geht dort wieder rein und fangt erneut mit diesen kleinen, feinen, weiß, fast weißen Blüten an. So, ich glaube, damit reicht das auch schon. Damit ist unser erster Fliederbusch soweit fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr das Highlight macht. Ihr nehmt einen kleinen, dünnen, schmalen Feinliner, geht wieder in das Anilinviolett, reines Anilinviolett. Dort dreht ihr den Pinsel einige Male drin. Und dann versucht ihr, etwas Farbe auf eure Spitze zu schieben. Und dann geht ihr ganz vorsichtig in diese einzelnen Blüten in die Mitte rein. Immer mal wieder frische Farbe aufnehmen und einfach in die einzelnen Blüten in die Mitte. Einfach reinstupsen. Das sind nämlich unsere Staubgefäße bzw. unsere Blütenhalter. Stempel? Ich glaube, Stempel nennt man das. Es muss auch nicht in jede Blüte rein, so ein Stempel rein. Einfach ganz vorsichtig in die Blüten, die man am besten sieht, reinstupfen. Dann sieht das nämlich schon gleich so ein kleines bisschen dreidimensionaler aus. Und wenn ihr hier so ein bisschen reintatscht mit dem Finger, weil ihr euch da festhält, ist das überhaupt gar kein Problem. So. Wenn das zu wenig Farbe ist, nehmt euch wieder etwas mehr und stupft die da wieder ganz vorsichtig rein. Das soll nur so ein ganz kleiner Punkt werden, der soll nur so ein ganz bisschen angedeutet werden. Das muss jetzt nicht so ein mega leuchtender Punkt sein, nur so ein ganz kleiner, vorsichtiger Punkt. Okay, ich mache jetzt mal kurz Pause. Ihr habt jetzt ja gesehen, wie ich diese Blüte fertig mache. Ich mache die kleinen, die hier tupfe ich anders, aber die beiden größeren mache ich eben noch einmal fertig. Die brauche ich euch jetzt nicht ausführlich zeigen, ihr wisst jetzt ja, wie das geht. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt habe ich die Blüten alle soweit fertig gemalt vom Flieder. Jetzt wollte ich aber auch euch gern nochmal zeigen, wie wir denn eine, ich will immer Hyazinthe sagen, wie, Mann, Hortensie, genau. Ich wollte euch nochmal zwei Hortensienblüten zeigen, weil die nämlich ganz ähnlich gemalt werden wie die. So, also als nächstes müsst ihr euch einmal überlegen, in welcher Farbe ihr eure Blüten machen wollt. Die gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Farben, von weiß zu rosa zu blau. Die haben ja richtig tolle Farben. Ich nehme jetzt mal hier blau, dafür habe ich jetzt preußisch blau auf meinem Pinsel. Das verteile ich jetzt mal genau wie beim Flieder ganz grob als Untergrund in einer runden Form. So. Und jetzt mache ich nämlich genau das gleiche wie eben bei den Fliederblüten. Nur, dass das hier jetzt rund wird. Fangen wir mal jetzt an mit etwas Anilinviolett. Und ein klein wenig Titanweiß. Das machen wir ein bisschen heller, dann haben wir so einen ganz leichten Fliederton. Das müsst ihr nicht ganz fein vermischen, lasst ruhig wieder so ein paar Striche drin. Das sieht immer ganz gut aus, dass der Pinsel nicht ganz so perfekt fertig gemischt ist. Und dann fangt ihr an, hier wieder kleine Blüten zu malen. Und ihr seht, es wird automatisch
relativ schnell dunkel. Das ist auch völlig okay so. Ich nehme mal etwas Blau dazu. Farbton war mir etwas hell geworden hier. Ihr könnt dazu auch ein klein wenig Karmesinrot nehmen. Dann wird der Farbton ein kleines bisschen mehr roséfarben. Und dann macht ihr weiter kleine Blüten. Erstmal machen wir das ganz grob, einfach nur, dass wir hier wieder im Untergrund was haben. Ihr seht, das wird immer wieder automatisch blau, dadurch, dass wir den Untergrund so blau haben. Aber erstmal ist das egal. Wir wollen erstmal nur ganz viele kleine Blüten haben. So, und wenn da natürlich so ein Hauch Zartrosa schon drin ist, sieht das natürlich immer schon gleich ein bisschen schöner aus. Deswegen gehe ich mit dem Pinsel immer wieder nicht ins Blau, sondern immer wieder in mein Rosa rein. So haben die immer alle einen ganz kleinen Hauch, eine andere Farbe. So. Bei den Hyazinthen gibt es nur eine Sache zu beachten. Jetzt sage ich schon wieder Hyazinthen. Hortensien meine ich, entschuldigt. Hortensien. Die haben ja meistens so ein paar kleine eigene Blütenstängel. Das heißt, so eine Blüte besteht nicht aus tausend Einzelnen, sondern immer so kleinen Trieben, wo dann drei, vier Blüten dran sind. Und dann kommt der nächste. Und daraus bildet sich diese riesige Blume. Und die haben dann nämlich auch ganz oft so ein bisschen so die gleichen Farben. Das heißt, ihr müsst jetzt ein bisschen darauf achten, dass ihr euren Pinsel relativ sauber haltet. Dass ihr jetzt mal schaut, dass ihr da so ein bisschen die gleiche Farbe mit reinbekommt. Werdet nicht zu bunt, also wenn ihr jetzt ins Rot reingeht, passt auf, dass es nicht zu bunt wird. Dann lieber noch wieder ein kleines bisschen Rosa dazu nehmen. Und dann haben wir hier so ein paar kleine, die sind eher rosa geprägt. Dann gehen wir nochmal ins Karmesinrot. Die hier sind auch so ein bisschen rötlicher auf dieser Ecke. So. Das könnt ihr euch aber ganz aussuchen, wie ihr wollt. Geht auch sonst gerne in den Garten oder schaut im Internet euch einmal so eine Blüte an, wie die tatsächlich aussieht. Dann könnt ihr hier mit ein bisschen Weiß arbeiten und euch hier nochmal so ein schönes hellen Ton mischen. So dass ihr einfach hier verschiedene Blütenstängel habt, dass der Betrachter sieht, das sieht nicht alles komplett gleich aus. Das macht nämlich hinterher das Besondere dieser Blüten aus, wenn das nicht alles komplett gleich aussieht. Jetzt haben wir hier auch nochmal ein bisschen was Rotes wieder. Und wenn das nämlich, wenn die Farben so ein kleines bisschen getrocknet sind, sieht das atemberaubend aus. Also, naja, gut, also finde ich. Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Wenn ihr euch fragt, ob ich jetzt hier noch andere Farben verwende, ja. Hier bin ich jetzt in ein bisschen, ganz klein bisschen Magenta mit reingegangen und ein wenig Blumenrosa. Ihr könnt aber auch noch wieder in ein Blau zurückgehen. Das habe ich nämlich, ich habe nämlich so eine ganz tolle Hortensie hier direkt vom Fenster. Und da bin ich immer ganz erstaunt, wie vielfältig diese Blume ist. Und wie viele verschiedene Farben die hat. Blau, Rot und so richtig kräftiges Blau. Und was mir natürlich am besten gefällt, ist dieser Mischmasch zwischen Blau und Lila. Das ist ja das, was ich wirklich am schönsten finde. Und wenn ihr jetzt mal guckt, dass ihr vielleicht das schafft, wenn ihr den Pinsel gerade auf die Leinwand streicht, dass ihr eine Ecke so ein bisschen ins Rote stuft und das andere vielleicht so ein bisschen ins Lilane, dann habt ihr hier so ganz schön automatisch bunte Blütenblätter und das sieht richtig toll aus. Passt auf, dass ihr nicht zu dunkel werdet, aber natürlich sind die oberen Blüten hier, das darf man natürlich nicht vergessen, viel heller als die hier unten, weil da scheint ja mehr die Sonne drauf. Wenn euch jetzt eine Farbe zu hell geworden ist, weil es euch vielleicht nicht gefällt oder ihr seid jetzt hier ins Blumenrosa gegangen und sagt, nee, das passt mir nicht so, dann könnt ihr da einfach mit einer anderen Farbe nochmal rübergehen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Also wenn euch hier können euch eigentlich fast keine Fehler passieren. Einfach nochmal rübergehen und die Blüte so aussehen lassen, wie ihr das möchtet. Und hier könnt ihr das natürlich auch so groß variieren, wie es euch im Kram passt. Okay, also ich glaube, ich habe hier jetzt schon mal genug gemalt. Ihr seht, der Hintergrund ist jetzt hier sehr dunkel. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr in das Blau ein ganz kleines bisschen Flüssigweiß mit reinmischt. Dann habt ihr schon gleich einen etwas helleren Ton. Aber dann wirken natürlich diese leuchtenden Blautöne nicht mehr ganz so gut. Dann müsst ihr die natürlich auch gleich noch heller machen. Aber das sieht auch gut aus. Also wie gesagt, das ist ganz euch überlassen. Probiert es aus. Ganz wichtig, viele denken immer, oh, ich gucke dazu und dann kann ich es genauso gut. Das bedarf auch alles viel Übung. Und auch wenn das jetzt wirklich einfache Blüten sind, ich male die auch nicht zum ersten Mal. Meine erste Blume ist wirklich nichts geworden, weil man auch mit den Pinseln erstmal klarkommen muss. Man muss erstmal üben, wie drehe ich sie, wie tupfe ich sie, wie viel Farbe brauche ich. Und das kann ich hier auch euch leider nicht genau zeigen. Das müsst ihr wirklich alles für euch selbst ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Handführung als ich oder arbeitet mit links. Wie gesagt, das müsst ihr ganz für euch herausfinden, was für euch am besten ist. Okay, jetzt habe ich hier diese schöne blaue. Jetzt mache ich hier nochmal eine rote hin. Dafür nehme ich mir nochmal einen sauberen Pinsel. Was ihr dafür einen nimmt für den Untergrund, ist eigentlich ziemlich egal. Ich gehe jetzt mal hier mit meinem Pinsel in ein kleines bisschen Karmesinrot. Und jetzt trage ich das nochmal hier auf. Ich muss mal kurz gucken, ob man das sieht. Ja, man sieht. So, auch hier wieder so eine richtig schöne große Blüte. Und wenn ihr jetzt meint, nee, das ist mir zu dunkel, das will ich gar nicht so dunkel haben. Wie gesagt, dann geht in einen kleinen Klecks Flüssigweiß rein. Vermischt es so ein kleines bisschen mit eurem Rot schon auf der Palette. Geht nicht direkt da jetzt mit dem Weiß da rein. Das ist schwer, das zu vermischen. Und dann könnt ihr das hier hellen. Aber, wie ihr seht, wenn ihr das jetzt hier aufhellt, das ist jetzt reines Rot, dann wird das natürlich gleich rosa. Dieser wunderschöne, dunkle, rote Ton ist damit weg. Das muss man sich natürlich gerade bei Rot immer überlegen, ob man das tatsächlich möchte. Weil das ist jetzt hier auch gleich richtig hell. Also ihr braucht dann nur minimal Weiß. Ganz, 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 ganz wenig. Solltet ihr euch das jetzt hier zu hell gemacht haben, weil ihr sagt, oh, ich wollte es ausprobieren, es hat nicht geklappt. Kein Problem, nehmt euch einfach ein Stück Zeba, faltet das ein bisschen und wischt das hier einmal so ein bisschen raus. Dann nehmt ihr natürlich auch den Flüssiggrund mit runter, aber das ist auch nicht schlimm. So, jetzt haben wir da kaum noch Farbe drauf. Jetzt müssen wir den einen anderen Pinsel nehmen. Und jetzt gehe ich nochmal wieder in mein Cadmiumrot rein. Reines Cadmiumrot. Und gehe damit jetzt wieder in meine Farbe. Und ich wische ein bisschen über den Rand rüber, meine eigentlichen Blume. Und damit hole ich mir dann auch gleich wieder etwas Flüssiggrund wieder mit zurück in meine Blume. Und dann ist das Arbeiten auch gleich viel leichter. Und ihr seht, so ist das kein Problem. Sollte es euch mal etwas zu hell geworden sein, das kann man ganz einfach wieder ausbessern. Gut, jetzt muss ich meinen Round Brush mal ganz kurz, mein Grundpinsel mal ganz kurz auswaschen. So. Denkt dran, wenn ihr Verdünner benutzt, immer den Deckel da wieder drauf machen. Sehr ungesund, dieses Malmittel. Und den Pinsel einmal trocken machen. Okay, dann nehmen wir jetzt für unser Rot ein kleines bisschen Karmesinrot, ein kleines bisschen Magenta und ein Hauch Weiß. Okay, und jetzt geht es wieder von vorne los. In diesem Fall, wenn ihr jetzt die ersten Blumen malt, könnt ihr auch einfach so ein paar Striche direkt hintereinander, untereinander malen. Wie gesagt, passt auf, dass ihr nicht gleich zu hell werdet. Wenn ihr jetzt hier so ein paar Kreuzen mich gleich einfach untereinander malt, in fast den gleichen Farbton, ist nämlich der Vorteil, dass es nach ganz vielen Blüten aussieht und wir gleich eine Dichte da reinbekommen. Das heißt, wir haben später nicht so viele Lücken. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Und ihr seht, indem ihr einfach wieder
den Pinsel in verschiedene Farben tupft. Das hier ist jetzt Blumenrosa. Ich hoffe, ich habe meinen Kopf nicht davor. Blumenrosa, dann gehe ich wieder ins Cadmiumrot. Dann wird es wieder etwas dunkler, dann gehe ich in mein Magenta. Alles reine Farben. Ich habe da jetzt noch kein Weiß zugemischt. Ihr seht, das sind alles Farbtöne der Blumenmalerei, die generell schon sehr hell sind. Deshalb brauche ich hier jetzt für den Untergrund keinen Weißton. Okay, jetzt haben wir die ganze Blume ausgefüllt. Jetzt gehe ich ein ganz kleines bisschen in ein Hellrot. Ein bisschen in mein Cadmiumrot und ein wenig Titanweiß. Das mische ich jetzt so ein bisschen. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und ihr seht, wie viel heller das jetzt auch gleich wieder ist. So. Und bei diesen Blümchen, wenn ihr da so richtig schön viel habt, ist es auch gar nicht so schlimm, wenn eure Kreuze nicht ganz so sauber sind. Ihr könnt mir auch so eine Halbblume malen. Einfach nur so ein kleines bisschen oval. Das müssen jetzt keine mega sauren Kreuze sein, weil immer wieder eine neue Blume davor kommt. Passt nur auf, dass ihr nicht zu dunkel bleibt. Wenn ihr zu dunkel werdet, verschwindet die natürlich ganz total im Hintergrund. Und dann habt ihr das Problem, dass ihr irgendwann nur einfach zu viel Farbe auf der Leinwand habt. Und dann klappt das nicht mehr mit diesen kleinen hübschen Schmetterlingsblümchen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, möchtet ihr so in diesem Stil bleiben? Kleines bisschen rosa. Oder wollt ihr das etwas gewagter machen? Rote Blumen kenne ich eigentlich so gar nicht, Hortensien, aber das macht ja nichts. Wir können ja hier einfach mal ein kleines paar Blümchen einstreuen, die ein bisschen röter sind. Aber auch hier können wir zum Beispiel das so machen. Hier ist ein kleines bisschen Blau mit reingeraten. Hier hat die ein kleines bisschen Blau. Da ist ein Trieb, der hat ein bisschen blauere Blüten. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Anilinviolett mit ein bisschen Titanweiß, dass wir wieder so einen hübschen dunklen Ton bekommen. Und dann können wir hier noch mal ein paar dunklere Blüten malen, ein bisschen lila. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt lieber möchtet, dass es eine helle Blume wird, so richtig schöne Roséfarben, dann nehmt euch Weiß, etwas Magenta oder auch Blumenrosa und malt lieber etwas hellere Blümchen hier rein. Jetzt habe ich noch sehr viel Blau auf dem Pinsel, was ich aber ganz schön finde, ich mag Blau ja. Wenn ihr das nicht mögt, dann achtet darauf, dass ihr euren Pinsel regelmäßig reinigt. So, hier ist noch ein bisschen Blumenrosa. Und dann machen wir hier noch ein Blumenrosa mit Cadmiumgelb. So. Und ihr seht, so nach und nach lässt die Konzentration so ein bisschen nach. Dass einem das mal schnell passiert, dass man versehentlich die Blüten dann zu unsauber macht. Ihr müsst jetzt darauf achten, wenn ihr jetzt in den Bereich kommt, der Blüten, die schon relativ weit oben sitzen, also sehr hell sind. Ich nehme jetzt mal hier etwas Titanweiß, gemischt mit dem Rot auf meinem Pinsel. Ja, ein bisschen zu hell, noch ein bisschen mehr Rot. Dann müsst ihr natürlich jetzt gucken, achtet darauf, dass ihr gerade die obersten wirklich hübsch malt. Die können natürlich schön klein sein, das macht gar nichts. Aber dass die so ein bisschen ausgearbeiteter sind. Weil das ist natürlich jetzt der Blickfang. Die kleinen, die oben sitzen, die hellsten. Da guckt man natürlich als erstes hin. Die fallen am meisten auf und die sollten recht sauber sein. Okay. Wie viele ihr da jetzt reinmalt, das ist auch wiederum euch überlassen. Wenn ihr sagt, mir reicht das so, mehr möchte ich nicht, dann lasst das gerne so. Und dann ist eure Blume fertig. Okay, jetzt nehme ich nochmal wieder einen Feinliner und gehe damit in etwas Cadmiumgelb. Den drehe ich da richtig schön drin im Cadmiumgelb, stupfe ihn einmal in die Farbe rein, dass ich den so richtig schön mit Farbe gefüllt habe. Und dann stupfe ich hier in diese Blüten nicht lila, sondern ein kleines bisschen gelb. So bekommen mich auch diese Blüten ein kleines bisschen Form. Auch hier müsst ihr nicht jede nehmen. Nur so ein bisschen die obersten, die rausgucken. Den könnt ihr so einen kleinen Punkt verpassen, damit die so ein bisschen den Betrachter anschauen.
Und wie gesagt, wenn da jetzt eine Blüte bei ist, die euch nicht gefällt, nehmt einen helleren Farbton und malt einfach nochmal einen drüber. Gar kein Problem. Mit diesen kleinen gelben Punkten bewirkt man natürlich jetzt sehr schön, dass die Blume richtig realistisch ein bisschen aussieht. Achtet darauf, dass eure Punkte schön klein bleiben und nicht zu stark ins Orange jetzt natürlich geraten. Immer mal wieder frische Farbe aufnehmen. Das gleiche machen wir auch hier drüben. Es ist natürlich jetzt schwierig, die richtige Dosierung hinzubekommen, weil man ja die ganze Farbe immer wieder mit aufnimmt. Das heißt, ihr müsst wirklich immer gucken, frische Farbe aufnehmen. So 3-4 Blüten könnt ihr tupfen, manchmal auch mehr, je nachdem wie viel Farbe ihr drauf habt. Und dann müsst ihr wieder frische Farbe nehmen. Versucht dabei, den Pinsel durch die Farbe zu drehen. Einfach reindrehen und dann ganz bisschen die Spitze reinstupfen. Weil dann habt ihr nämlich einen richtig schönen, schmalen Pinsel und könnt hier feine Punkte reinstupfen. Wie gesagt, da wir hier mit viel Blau arbeiten, guckt, dass es auch wirklich frische Farbe ist. Sonst habt ihr nämlich hier grüne Punkte und das sieht dann komisch aus. Natürlich sind die manchmal auch grün, aber es sieht doch ein bisschen besser aus, wenn man darauf achtet, dass die etwas gelblicher sind. So, das ist jetzt einfach nur für den Betrachter so ein bisschen, dass er das Gefühl hat, hier direkt vor dem Blümchen zu stehen. So, ich denke, das reicht. Okay, dann mache ich jetzt mal eben die bunten Farben weg, reinige meine Pinsel und dann sehen wir uns gleich tatsächlich und malen einmal den Hintergrund und das Grün. Bis gleich. So, jetzt nochmal wieder das Bild im Ganzen. Ich war nochmal schnell im Garten. Denn ich habe bei mir im Garten Flieder. Hier oben, das wollte ich euch gerne einmal zeigen. Das sind so die Blüten eines Fliederbusches. Beziehungsweise nicht die Blüten, sondern die Blätter. Hier am Ende des Stängels wächst dann der Strunkkraus und da entsteht dann diese wundervolle Blüte, die wir gerade gemalt haben. Den habe ich noch einmal abgepflückt, damit ihr das einmal sehen könnt, wie ungefähr solche Blätter aufgebaut sind. Die sind relativ glatt. Und doch recht einfach zu malen. Die Blätter der Hortensie, die sehen so aus. Die sind etwas zackig an den Rändern, wenn ihr das erkennen könnt. Sind auch etwas leicht an den Rändern verfärbt. Haben so einen ganz leichten Rot-Braun-Ton. Den kann man auch noch recht hübsch mit einarbeiten. Und ähnlich wie beim Flieder wächst dann hier die Blüte heraus. So, nur einmal noch zur Ansicht, wenn ihr es noch genauer sehen wollt, sucht euch da auch gern Bilder aus dem Internet nochmal raus. Okay, beim Malen ist es immer schwierig, das wirklich 100% perfekt so hinzubekommen, wie es in der Realität aussieht, vor allem mit Ölfarben. Und wir wollen jetzt auch nicht tagelang an so einem Bild malen, deswegen möchte ich euch einmal zeigen, wie wir nahe rankommen an diese hübschen Bäumchen, Blätter, wie auch immer. Und wie das aber trotzdem relativ fix geht. Bevor wir jetzt damit anfangen, müssen wir einmal schauen, dass wir uns den Hintergrund so ein bisschen gestalten. Dafür nehme ich einen Fächerpinsel. Wie hell ihr das jetzt machen wollt, wie hell ihr euren Hintergrund gestalten wollt, das ist ganz euch überlassen. Das sieht hier, wenn dieser Flüssiggrund getrocknet ist, sieht das richtig grandios aus, die Farben da drauf. Deswegen brauchen wir da nicht viel. Ich nehme mal ein kleines bisschen Grün einfach auf meinen Pinsel. Etwas Saftgrün, etwas Pentanolgrün. Und ihr seht, es wirklich hauchzart. Und dann gehe ich einfach jetzt erstmal hier so ein bisschen über die Palette. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Also es ist jetzt wirklich noch sehr dunkel. Deshalb nehme ich einen ganz Hauch Titanweiß. Und dort mische ich mir ein kleines bisschen etwas helleren Farbton zusammen. Mischt die beiden Farben Pentanol Blau und Grün nicht komplett zusammen, sondern lasst sie etwas einzeln auf eurem Pinsel. So sieht das dann nämlich auch gleich viel schöner und interessanter aus. Passt auf, dass ihr mit diesem Pinsel jetzt nicht in eure Blumen reinkommt. Das hier soll jetzt nur so ein kleines bisschen wirrer Hintergrund werden,
Das ist nichts Genaues, einfach nur jetzt ein bisschen abstrakt, als ob man jetzt im Hintergrund ein bisschen was Unscharfes erkennen könnte. Deswegen lassen wir den auch recht dunkel und die Pinselstriche verblenden wir auch so ein bisschen. Einfach überall, wo es ein bisschen dunkel ist, malen wir jetzt so ein bisschen hübsches Grün hin. Es hat so ein bisschen was Geheimnisvolles mit dem Schwarz im Hintergrund. So ein bisschen Kreisen, da mal ein bisschen so. Das muss nicht gleichmäßig aussehen. Das ist so eine Sache, das müsst ihr für euch mal ausprobieren. Oder ob ihr da vielleicht einen anderen Pinsel nehmen wollt. Auf jeden Fall diese Farben, wenn sie getrocknet sind, die sieht so schön aus. Immer mal wieder ein bisschen nachnehmen. Und wenn ihr merkt, es ist zu dunkel, ein mini, mini, mini Hauch Titanweiß, um eure Farbe ein wenig aufzuhellen. Wirklich nur ein ganz bisschen. Denn wenn ihr jetzt zu hell werdet, dann sieht das nicht mehr schön aus, weil wir jetzt ja gleich unsere Blätter noch da drauf malen wollen. Und diese Hintergrundfarbe soll nur so ein bisschen dezent dahinter sein, dass es nicht aussieht, als ob unsere Blumen hier in bitterschwarzer Nacht stehen würden und lustigerweise nur die Blüten angeleuchtet werden. So, ich muss ja gerade mal selber mir das ein Stück kippen, weil ich das kaum erkennen kann, was ich denn überhaupt hier male. Entschuldigt. Aber das blendet so, dass ich wirklich nichts sehen kann. Denkt daran, dass ihr auch ein kleines bisschen den Rand mitmalt, dass das nicht so langweilig aussieht. Ganz toll sieht das auch, wenn ihr hier oben jetzt, dann sieht es ein kleines bisschen aus wie ein bisschen Sonnenlicht. Wenn ihr da ganz bisschen Schimmergelb mit reinmalt, kleines bisschen was Helleres, schaut es aus, als ob hier durch die Büsche so ein bisschen das Sonnenlicht durchkommt. Wie gesagt, inwieweit, wie hell ihr das bei euch machen wollt, das ist ganz allein euch überlassen. Übt das erstmal so ein bisschen. Wie gesagt, geht nicht davon aus, dass gleich euer erstes Bild sofort perfekt aussieht, sondern dass ihr auch diese einfachen Blüten vielleicht zwei oder es vielleicht sogar dreimal malen müsst, um ein Ergebnis zu erzielen, das euch auch wirklich gefällt. Nichtsdestotrotz, gerade diese Blüten sind sehr gut für Anfänger geeignet und auch um die Pinsel so ein bisschen kennenzulernen. Wer das jetzt besonders weich haben möchte und die Pinselstriche nicht so sehen möchte, der kann natürlich auch mit einem anderen Pinsel arbeiten. Zum Beispiel mit einem der Acrylpinsel, die nehmen die Farbe sehr doll mit. Und dann habt ihr diese Striche nicht so. Ich finde das aber sehr schön. Das hat hinterher, wenn es getrocknet ist, nämlich so ein bisschen so ein Hauch von Dschungelblüten. Das sieht hochinteressant aus und das ganze Bild wirkt dadurch auch viel, viel schöner, fluffiger und flauschiger. Wie gesagt, immer mal wieder ganz kleinen Hauch vom Titanweiß mit reinnehmen. Jetzt muss ich mal aufstehen, weil ich wirklich nicht sehe. Und dann guckt so, dass ihr das hier einfach so ein bisschen vermischt. Wenn es euch zu dunkel ist, nehmt etwas mehr Weiß. Passt aber auf, dass ihr nicht mit dem reinen Weiß auf die Leinwand geht, sondern dass das ruhig schon so ein klein wenig vermischt ist und dass ihr nicht beim Drehen jetzt hier versehentlich in eure wunderschönen Blüten kommt. Das kann ruhig zu den Blumen hin so ein bisschen dunkler werden. Das gibt dem Betrachter die Möglichkeit, wirklich diese traumhaft schönen Blumen zu bewundern. Und hinter diese einzelnen Striche mögen jetzt noch so ein bisschen wirr aussehen. Aber wenn man weiter weg steht, könnten das alles einzelne kleine Blätter sein, die man so im Hintergrund hier sieht. Ihr könnt auch die Farben nochmal wechseln, indem ihr ein bisschen dunkler dann werdet. Hier zum Hintergrund hin. Ihr müsst auch kein Titanweiß da reinnehmen. Ihr könntet jetzt auch einfach etwas Flüssigweiß nehmen. Passt nur auf, dass man eure Striche nicht zu stark sieht. Wenn jetzt jeder einzelne Pinselstrich zu erkennen ist oder jetzt so nur rauf und runter, dann sieht das nicht so schön aus. Ich versuche das mal einmal zu zeigen hier. Dieser hier, der macht jetzt ganz glatte Striche. Das ist jetzt ein Acrylpinsel. Ihr seht das, damit kann man das auch recht hübsch machen. Der ist auch so ganz leise, weil der so ganz feine Borsten hat. Ihr habt nur bei dem hier das Problem, damit kommt ihr schön dicht an die Blümchen ran. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Aber dieser Pinsel nimmt die Farben ganz doll mit.
der Acrylpinsel. Der lässt da halt also nicht viel über auf der Leinwand. Deshalb ist dieser halt wirklich nur für kleine Flächen geeignet und damit solltet ihr nicht das ganze Bild malen. Ihr könnt jetzt natürlich auch einen der Blumenpinsel hier nehmen. Die sind dafür auch gut geeignet, weil die diese ganz speziellen Borsten haben. Ein bisschen Farbe da drin verteilen. Und dann könnt ihr auch mit denen hier, die sind so ein Zwischending zwischen den Acrylpinseln und den normalen Borstenpinseln. Die haben so ganz feine, weiche Borsten. Aber ihr seht das, dieses ganz interessante Muster mit diesen Strichen, was dann richtig aus der Ferne wirklich aussieht wie Blätter, so kommt ihr tatsächlich wirklich am besten mit dem Fächerpinsel hin. Deshalb werde ich den auch weiter benutzen. Immer mal wieder die Töne so ein bisschen vertauschen. Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler werden. Natürlich, desto weiter ihr nach unten kommt, muss das natürlich so ein bisschen dunkler werden. Ihr könnt hier natürlich auch so ein bisschen was andeuten. Von anderen Blumen. Ein bisschen stopfen einfach nur. Oder ihr geht ganz normal weiter mit dem Gekräuel. Wie gesagt, guckt mal, dass ihr dann nicht zu hell werdet. So wie das hier. Das ist jetzt mir eigentlich ein Tick zu hell, muss ich sagen. Das ist nicht so schön. Weil dann sehen wir nämlich gleich unsere eigenen Blätter nicht mehr. Solltet ihr jetzt auch hier das kleine Problem haben, dass ihr zu hell geworden seid. Das ist jetzt nicht weiter wild. Wenn es ganz, ganz schlimm ist, so wie hier, das gefällt mir nicht, nehmt ihr euch wieder ein kleines Feuchttuch. Einmal falten. Und dann wischt ihr euch dieses helle Grün einfach ein kleines bisschen von der Leinwand wieder ab. Das ist gar kein Problem. Wenn euch was nicht gefällt, Feuchttuch abwischen, fertig. So, jetzt nehme ich frische Farbe, schön dunkle Farbe. Und jetzt mische ich mir das hier einfach wieder so ein bisschen drauf. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel, weil ich da jetzt so viel Farbe drauf habe. Und vermische das jetzt nochmal. Hier haben wir jetzt natürlich wieder das kleine Problem. Ihr seht das, dass sich das jetzt nicht mehr so gut vermischen lässt. Weil wir jetzt hier wenig Flüssiggrund nur noch drauf haben. Dadurch, dass wir das alles abgewischt haben. Deshalb muss ich das jetzt nochmal so ein bisschen mehr wieder hier reinreiben. Wenn ihr euch den gesamten Flüssiggrund runtergeholt habt, nehmt euch sonst nochmal eine Pinselspitze und geht noch einmal zur Not rüber mit etwas Flüssiggrund und tragt nochmal ein ganz klein wenig nach. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. So, das ist so ein bisschen so der grobe Hintergrund. Ihr könnt auch hier oben gerne noch ein kleines bisschen mehr Gelb mit reinmalen. Das ist überhaupt kein Problem. Entschuldigt, wenn ich jetzt hier so ein paar größere Lücken habe. Aber so wie ich die Leinwand gestellt habe, damit ihr gut sehen könnt, sehe ich leider gar nichts. Oh, das habe ich jetzt glaube ich auch schon fünfmal erwähnt. So, also jetzt sieht das auf jeden Fall aus wie so ein schönes, frisches, buntes Dschungelbild. Und so soll es sein. Okay, jetzt haben wir soweit den Hintergrund. Und jetzt müssen wir einmal unsere Bäumchen malen. Beziehungsweise unsere Blätter. Dafür nehmen wir jetzt noch ein klein wenig dunkel Sienna. Einen kleinen Braunton brauchen wir ja. Nur ein ganz, ganz bisschen für die Zweige. Auch wieder unseren Round Brush. Bisschen grün abstreichen, wenn ihr da noch viel grün drauf habt. Einmal abstreichen. Und dann geht ihr in ein kleines bisschen preußisch blau, streicht es auch wieder so ein bisschen ab und ein wenig dunkel Sienna. Dann noch in einen kleinen Klecks Titanweiß. Schaut euch die Farbe an. Wenn es zu dunkel geworden ist, macht einen neuen Punkt. Nehmt wieder etwas dunkel Sienna dazu. Einmal reinstreichen, noch etwas mehr Weiß. Macht das einfach so, bis euch die Farbe tatsächlich gefällt. Okay, jetzt hatte ich euch ja den Ast hier gezeigt. Also ihr seht, das ist tatsächlich verknöchert. Das ist richtig Ast, der ist auch nicht mehr grün. Deswegen jetzt hier das Blau. Und jetzt gehen wir einfach mit einem einzelnen Strich einmal hier runter. Passt auf, dass ihr nicht zu doll in eure Blüten reinmalt. Und jetzt gehen wir einfach hier runter.
Der hier kommt auch von dem hier. Das ist der gleiche Zweig. Der kommt von dem Zweig ab. Der hat seinen eigenen. Und der geht auch auf diesen Zweig. Und der kommt von hier. Oh, jetzt bin ich da durch die Blüte durchgegangen. Das sollte man gerade nicht machen, aber ist gar kein Problem. Ich nehme etwas Neues Braun auf und gehe da wieder rein. So. Diese beiden muss ich hier weiterführen. Und der guckt jetzt hier raus. Ihr könnt die Äste natürlich auch gerne etwas heller machen. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, so. Ich hoffe, man sieht das auch, was ich da Schönes mache. Und ich nehme auf. Ja, es klappt doch tatsächlich alles mal. So, das sind jetzt die Äste. Hier, wenn ihr da nochmal nachstreichen wollt, gar kein Problem. Die sind braun. Alles andere ist aber relativ grün. Das heißt, ich reinige einmal den Pinsel. So, einmal ein Stück Zebertuch trocknen. Oh, jetzt habe ich ja den ganz vergessen. Oder guckte direkt raus? Nee, das würde nicht passen. Muss ich doch nur ins Braun reingehen. Keinen kleinen Klecks Weiß. Und jetzt geht der hier einfach hier nochmal lang. Der geht hier unten etwas mehr braun. Das war ein Tick zu viel Weiß. Wenn ihr da eine falsche Farbe habt, kein Problem, nehmt euch nach und geht einfach nochmal hinterher. Gar kein Thema. So, dass das auch wirklich gut aussieht. Der läuft jetzt hinter diesem Ast lang und verschwindet jetzt hier. So. Geht nochmal ruhig bei dem hier einmal durch, dass es auch wirklich aussieht, als ob der andere dahinter liegen würde. Mal dunkel. Jetzt gehe ich mal in den hier rein und wir stehen noch mal frisch davor. So. Okay, dann muss ich den noch mal waschen. Und dann fangen wir jetzt mit den Blättern an. Also, jetzt habe ich natürlich mein Bild sehr, sehr voll gemalt. Das heißt, ich habe natürlich nicht mehr allzu viel Platz auf meinem Bild. Jetzt nehme ich mir diesen wunderschönen Blumenmalpinsel von Bob Ross und gehe damit in ein frisches Saftgrün, ein Hauch Pentanolgrün und auch in ein kleines bisschen Preußisches Blau. Und dann nehme ich mir einen ganz Hauch flüssig weiß, um das etwas aufzuhellen, das Ganze. Ich versuche aber links etwas blau zu behalten und rechts im grünen Bereich zu bleiben. Das heißt, ich habe meinen Pinsel, kann man das sehen? Moment. Hier auf der Ecke habe ich blau und hier der Rest ist grün. Und jetzt muss ich mal schauen, wofür fange ich mein erstes Blatt an. Ich nehme mal das Einfachste. Fangen wir mal hier an. Ich kann das gerne noch mal etwas vorzeichnen. Ein bisschen weiß. Also das erste Blatt geht jetzt hier ab und sieht ja relativ so aus. Relativ gleichmäßig. Das nächste geht hier. Wie gesagt, ich habe mir jetzt doch etwas zu wenig Platz hierfür gelassen. Für die schönen Blätter. Aber das kann man sicher vorzeichnen. So. Wenn ihr mal schaut, diese Blätter hier gehen nicht direkt immer gleich ab, aber es kommt vor. Und die sind meistens verdreht. Zwei so, zwei so, zwei so, zwei so. Die sind relativ sich gegenüberliegend. Das heißt, müssen wir mal schauen, ob wir das auch hier so hinkriegen. Wenn es vom Platz jetzt nicht so reicht, ihr seht, das hier ist meine Blüte, da will ich jetzt kein Blatt haben, dann macht das nichts, dann denke ich mir halt einfach aus und so, kein Problem. Mein nächstes Blatt sitzt halt nicht genau gegenüber. Da müsst ihr mal für euch gucken, was bei euch am besten reinpasst und vor allen Dingen auch, wie viele Blätter ihr malen wollt. Ihr könnt jetzt einfach direkt in den Hintergrund reinmalen. Überhaupt kein Problem. Und bei diesem Baum hängen die Blätter meistens. Das ist ganz selten, dass sie mal so ganz megamäßig in die Luft stehen.
So, hier unten noch mal eins. Und wie gesagt, bei diesem ist es so, bei diesem Baum, die Blätter sind nicht direkt, die wachsen nicht direkt aus dem Stamm raus, sondern jedes Blatt selber hat auch noch so einen kleinen, feinen Stängel. Da kann man natürlich auch so ein bisschen drauf achten. In den meisten Fällen kann man relativ die Blätter so malen, wie man es gern möchte, weil es dem Betrachter eh nicht auffällt, wie jetzt tatsächlich das Blatt zu dem Originalbaum aussieht. Da kann man dann auch mal schöne schöne Blätter malen, wie es einem gefällt. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt hier meinen vorbereiteten Pinsel. Das habe ich vorgemalt, gehe mit dem nochmal darüber, male mir die Mitte des Blattes und dann gehe ich ganz vorsichtig mit der Ecke einfach so hier lang, wieder von vorne mit der Spitze. Und so kann ich mir hier ganz einfach kleine hübsche Blätter malen. Wie groß ihr die malt, wie gesagt, das ist euch überlassen. Aber ihr seht, dadurch, dass ich hier hinten den blauen Tupfel habe, kann ich hier ganz gut für den Betrachter sagen, so sieht mein Blatt aus. Und da ist vorne und da ist hinten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch etwas auffällen. Wenn ihr sagt, Mensch, man sieht meine Blätter jetzt gar nicht, könnt ihr natürlich auch das Ganze etwas heller machen. Optimal, ihr dreht den Pinsel immer so ein kleines bisschen rein. So, und dann kommt das Blättchen hier, geht einmal da rein. Ja, Blätter malen sieht immer so wahnsinnig einfach aus, aber wenn man dann in so einer Situation ist und überhaupt gar keinen Platz hat, ist Blätter malen nämlich auf einmal doch nicht mehr so einfach. Aber wie gesagt, die Blätter sind ja hier auch nicht unser Hauptaugenmerk, sondern eher so ein bisschen so ein Nebengeschäft. Deswegen gebe ich da jetzt auch nicht ganz so viel drauf. Natürlich soll es nicht blöd aussehen, aber die müssen jetzt auch nicht so perfekt sein. Aber das ist halt der Vorteil an diesem Bob Ross Pinsel. Dadurch, dass der so unterschiedliche Stufen hat, bekommt man das hier so wahnsinnig schön hin. Ich kann euch das gerne mal mit dem Acrylpinsel zeigen. Wenn ihr jetzt versucht, diese hübschen Blätter einfach tatsächlich mit dem Acrylpinsel zu nehmen. Ich mache das mal ein bisschen heller. Und ihr das seht, habe ich den jetzt hier. Ja, hier kann man das gut sehen. Ich stelle euch mal etwas dichter ran. Moment. So, ein kleines Stück runter, Sekunde. Der war so rund. Upsala. So, ich hoffe, ihr seht das. Hier habe ich jetzt mein Bild und wenn ich es mit dem Acrylpinsel jetzt mache, dann sagt er immer so eine kleine S-Kurve. Ihr seht, der nimmt die Farbe mit. Es sieht zwar auch ganz schön aus, aber dadurch, dass der die Farbe so doll mitnimmt, gelingt einem das Blatt nicht ganz so schön. Es geht, natürlich geht es auch, aber ihr seht jeden einzelnen Strich. Wenn wir das mit dem Bob Ross Pinsel malen, nehmen wir mal etwas frische Farbe, etwas Weiß. So, jetzt kann ich nämlich auch endlich wieder was sehen hier. Also normalerweise sagt man ein kleines S. Bisschen, ich nehme eine Ecke Blau dazu und dann könnt ihr nämlich richtig schön das einzelne Blatt malen und es sieht richtig gleich realistisch aus. So, und weil dieser Pinsel die Farbe nämlich so schön trägt und auch ablegt, im Gegensatz zu dem hier. Das ist nämlich wirklich mit diesem Pinsel. Lasst es euch wirklich gesagt sein, es ist tatsächlich einfacher zu malen mit den originalen Pinseln. Man ist vielleicht, gerade wenn man als Anfänger anfängt, noch nicht so viel Geld in sein Hobby gesteckt hat, wirklich am Verzweifeln und sagt, das geht doch gar nicht, kann doch gar nicht wahr sein, das ist doch gar nicht so einfach. Doch, es ist tatsächlich einfach. Natürlich bedarf es Übung. Natürlich kann man nicht jede Blume immer sofort gleich beim ersten Mal nachmalen. Man muss für alles ein bisschen Übung und Zeit investieren. Aber das hier ist wirklich einfach, wenn ihr die richtigen Pinsel benutzt. Okay, also man kann jetzt natürlich hier noch ganz viele Blätter dazu malen.
Das ist auch relativ einfach. Für die Hortensien könnt ihr jetzt hier so einen Grünstunk einfach runtermalen. Und was hatten wir da gesagt? Da haben wir so ein bisschen die zackigen Blätter. Das heißt, wenn wir da jetzt so ein zackiges Blatt haben wollen, dann machen wir das einfach so ein bisschen zackig. Und dann geht das auch. Desto besser ihr die Farben natürlich schon mal anmischt von vornherein, desto besser sieht das dann natürlich auch aus. Und ihr erleichtert euch auch die Arbeit ganz enorm, wenn ihr nicht gleich am Anfang, so wie ich, das Bild so voll knallt. Macht es vielleicht so, dass ihr euch eine Blüte hier hinsetzt, eine Blüte dahin und dann vielleicht eine Hortensie hier unten hin. Macht nicht gleich so viel, desto mehr ihr habt und desto weniger Platz ihr vor allen Dingen habt, desto schwieriger ist das Ganze. Wenn ihr euch mehr Platz lasst, mehr Möglichkeit, die Striche wirklich einzeln zu üben, desto einfacher ist das. Setzt euch da nicht unter Druck und da denkt, ihr müsst gleich euer ganzes Bild vollmalen. Gerade am Anfang sieht es viel schöner aus, wenn man einzelne Blumen macht. Und jetzt, ich habe das Problem, wie gesagt, ich sehe überhaupt nichts. Das spiegelt so und reflektiert so stark. Ach so, ich habe euch sowieso noch falsch eingestellt. Moment, ich meine mal ein Stück höher. Oh, schon auch. Ah, Sekunde, ich habe noch falsch gekommen. Oh Mann. Ja, okay. Also, jetzt müssen wir hier natürlich noch ein paar Blütenblätter malen. Ich habe, wie gesagt, jetzt leider das Problem, dass es so stark spiegelt und auch dieser Flüssiggrund, der leider so stark reflektiert. Ich sehe jetzt hier echt gar nichts. Also ich kann jetzt nur so ein bisschen ins Blau hier hineinmalen und hoffe irgendwie, dass es gut aussieht, was es wahrscheinlich nicht wird. Das tut mir jetzt wirklich leid. Wie gesagt, die Blätter können wir auch gerne nochmal ein anderes Mal malen. Da kann ich euch das gerne auch nochmal ein bisschen genauer zeigen, wie man das macht. Natürlich habe ich mir diese Technik auch bei jemand anderem abgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin nicht der Erfinder dieser Technik. Aber wie schon zu Anfang gesagt, mache ich das ja auch hauptsächlich, weil ich festgestellt habe, dass es kaum Menschen gibt, die Videos auf Deutsch erklären. Und deswegen hatte ich mir einfach überlegt, ich mache mal Videos, die auf Deutsch sind. So. Okay, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich sehe nichts. Ich kann jetzt nur so ein bisschen vermuten, wie ich meine Blätter malen kann. Das ist mir echt peinlich. Aber gut, beim nächsten Mal werde ich das Bild waagerecht stellen. Dann sehe ich mehr und dann kann ich auch wieder besser malen. Na gut, okay. Das waren auf jeden Fall meine wunderschönen Fliederblüten und meine, ja, Hortensienblüten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Und auch wenn ich jetzt hier vielleicht nicht das schönste Bild an die Wand gemalt habe, dass euch die Technik ein kleines bisschen weiterhilft und dass ihr Lust bekommen habt, das Ganze mal auszuprobieren. Wie gesagt, das macht wirklich Spaß. Das ist ein Bild, wo man sich nicht ganz so stark durchgehend konzentrieren muss, wo man wirklich mal so ein bisschen drauf losmalen kann. Und wem das hier jetzt noch genau besonders gefällt, der kann jetzt natürlich jetzt hier in dem Bereich noch ein bisschen feiner so ein bisschen versuchen, mit dem Grün auch so ein bisschen dichter an die Blüten ranzuarbeiten, dass die nicht ganz so schweben, als ob das jetzt hier im Weltraum wäre. Aber das wollte ich jetzt einmal nicht machen, weil das dann alles so lange dauert und ich das sowieso nicht sehen kann. Okay, na gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Bild wieder. Okay, bis dann. Tschüss, tschüss.